Wenn man das Gefühl hat, meine Argumente sind genauso gehört worden wie die anderen, darüber ist viel diskutiert worden, ich bin ernst genommen worden und dann gab es die und die Gründe, weshalb anders entschieden wurde. Das ändert ein bisschen das Gefühl, man bleibt trotzdem unterlegen. Und wenn man sich im Moment oder immer wieder in Berlin in der Presse die Statements unseres regierenden Bürgermeisters anguckt zur Bürgerbeteiligung und zu Tempelhof, merkt man das auf der anderen Seite ja genauso. Das ist eine ganz bittere Erfahrung der Berliner Regierenden war zu erfahren, dass ihre Stadtgesellschaft den Weg des Tempelhofer Feldes nicht mitgeht. Also ich finde, man hört das immer wieder in den Interviews durch, dass da tiefer Frust vorhanden ist, dass es nicht gelungen ist, sie von dieser Idee zu überzeugen, die man als Experte und als Expertin für so richtig fand. Also von daher gehört dieser Moment des Verlustes und der Traurigkeit darüber, glaube ich, auch dazu. Aber es ist dennoch wichtiger, wenn der Prozess selber als fair erlebt wird.